Ein Airbus A320 der Lufthansa-Tochter Germanwings ist in Südfrankreich abgestürzt. Die Maschine befand sich auf dem Flug von Barcelona nach Düsseldorf. An Bord befanden sich 150 Personen, darunter 2 Säuglinge und 6 Besatzungsmitglieder. Nach Angaben der französischen Regierung und der vor Ort eintreffenden Rettungskräfte gibt es vermutlich keine Überlebenden. Bilder zeigen die Trümmerteile der komplett zerstörten Maschine in einer kargen Felslandschaft. Unter den Opfern sollen ersten Angaben der Airline zufolge 67 Deutsche sein. Auf der Passagierliste waren zudem 45 spanische Namen. Der Flug war in Barcelona um 10 Uhr mitteleuropäischer Zeit abgehoben und hatte laut dem Sprecher der Germanwings Geschäftsleitung etwa 35 Minuten später seine maximale Flughöhe erreicht. Danach begab sich die Maschine aus bisher ungeklärten Ursachen in einen Sinkflug und verschwand von den Radaren. Die Besatzung der abgestürzten Maschine setzte nach Behördenangaben keinen Notruf ab. Auch der Sinkflug war nicht mit der Flugsicherung abgesprochen. Deswegen soll die französische Behörde den Notfall für das Flugzeug ausgerufen haben. Der Pilot der Maschine war seit über 10 Jahren bei der Lufthansa und Germanwings beschäftigt. Der Airbus A320 ist das erfolgreichste Airbus-Modell. Von dem Mittelstreckenjet sind weltweit fast 3.700 Maschinen im Einsatz. Die jetzt abgestürzte Airbus-Maschine war 1991 an die Lufthansa ausgeliefert worden und wurde seit dem vergangenen Jahr von Germanwings genutzt. Die Absturzstelle in den französischen Alpen nahe der Ortschaft Prat-Haute-Bléon ist für die Bergungsmannschaften nur sehr schwer zu erreichen. Dutzende Hubschrauber und Militärflugzeuge sind im Einsatz. Dem französischen Innenminister Bernard Cazeneuve zufolge konnte einer der Flugschreiber gefunden werden. Mit der Auswertung werde sofort begonnen. Sie soll Aufschluss über die Unfallursache geben.